Die Schilddrüse ist ein paarisch angelegtes Organ, was das untere Ende vom Kehlkopf und das obere Ende der Luftröhre umfasst, hat einen rechten und linken Schilddrüsenlappen. Manchmal gibt es noch einen residuellen Lappen, der von der Wanderung der Schilddrüse vom Zungengrund an den Hals herrührt. Die Schilddrüse ist, wie es der Name schon sagt, eine Drüse. Das heißt, sie produziert was. In dem Fall produziert sie Hormone, zwei an der Zahl. Das eine ist das Schilddrüsenhormon, das Thyroxin, was die Leute in aller Regel kennen, was es auch in Tablettenform gibt. Und das andere ist das sogenannte Calcitonin, was eher zu vernachlässigen ist, aber sagen wir mal, bei den Pathologikern auch eine gewisse Relevanz hat. Die Schilddrüse hat im Rahmen ihrer Hormonproduktion über das Hormon natürlich gewisse Aufgaben. Das ist bei dem Schilddrüsenhormon im eigentlichen Sinne eine relativ vielfältige Aufgabe. Das hat was mit der Kindesentwicklung zu tun, das hat was mit der geistigen Entwicklung zu tun, das hat was mit Grundumsatz zu tun, mit Stoffwechselleistung was zu tun. Und also das ist das eigentliche Schilddrüsenhormon, was auch, sagen wir mal, kreislaufwirksame Funktionen hat. Und das andere, das sogenannte Calcitonin, hat im Knochenstoffwechsel eine untergeordnete Funktion. Schilddrüsenwerte sind vor allen Dingen für klinisch relevant, das sogenannte TSH, das ist das Thyroide, also schilddrüsenstimulierende Hormon, was in der Hirnanhangsdrüse produziert wird, was als Basisdiagnostik abgenommen wird vom Hausarzt, und danach richtet sich dann erst einmal, ob weitere Untersuchungen, was die normale Schilddrüsenhormonbestimmung angeht, überhaupt notwendig sind oder ob man zunächst einmal darauf verzichten kann. Also zu diesem sogenannten TSH gibt es noch das sogenannte T4, das Thyroxin, und das T3, das ist das Triiodthyronin, das eigentlich wirksame Hormon. Die Schilddrüse produziert das T4 und es wird dann im Körper zu dem wirksamen T3 umgebaut. Beide freien Hormone werden bestimmt. In den Laboruntersuchungen, dann gibt es zusätzlich noch ein sogenanntes Thyroglobulin, ein Umbaumarker, der uns sagt, ob in der Schilddrüse vermehrt Umbauvorgänge stattfinden oder nicht. Und es gibt noch verschiedene Antikörper, die bestimmt werden können, die bei autoimmunentzündlichen Erkrankungen eine wesentliche Aussagekraft haben. Also der wesentliche Laborparameter, der auch einfach bestimmt werden kann, das sogenannte TSH, hat einen Schwellenwert von 2,5. Alles, was darüber ist, also höher ist, wäre mit einer Unterfunktion vergesellschaftet. Und der Wert bis etwa 1 oder 0,6 wäre im normalen Bereich. Alles, was darunter ist, dann schon in der Überfunktion. Die Schilddrüse ist ein Organ, was normalerweise ganz homogen ist vom Gewebe, wenn es gesund ist. Es kann natürlich wie jedes andere Gewebe knotige Veränderungen ausbilden. Knotige Veränderungen sind als Neubildungen zu werten und können wie jede andere Neubildung gut oder bösartig sein. Dann kann man bei den Schilddrüsenerkrankungen, was die Hormonproduktion angeht, Über- und Unterfunktionen unterscheiden, und man kann auch autoimmunentzündliche Erkrankungen feststellen, die dann auch mit Über- und Unterfunktionen im Wechsel einhergehen können. Und es kann auch zu mechanischen Komplikationen kommen, je nachdem, wenn die Schilddrüse sehr stark vergrößert ist, der klassische Kopf, dass es zu Beeinengungen der Luftröhre kommt und dadurch zu mechanischen Problemen beim Atmen. Schilddrüsenerkrankungen sind zum einen sicht- oder tastbare Veränderungen, die der Patient oft selbst feststellt, steht vorm Spiegel und denkt, du liebe Zeit, das wird ja immer dicker, da muss ich mal untersuchen lassen. Oder der Hausarzt stellt im Routinelabor eine Veränderung, zum Beispiel jetzt als Screeningwert des TSHs fest. Oder bei einem routinemäßigen Ultraschall wird eine knotige Umwandlung in einem Schilddrüsenlappen oder beiden Schilddrüsenlappen festgestellt. Das ist so der Klassiker. Was auch noch die Leute zur Schilddrüsendiagnostik führt, ist, wenn plötzlich vermehrt Herzrasen auftritt, wenn Rhythmusstörungen auftreten, die dann mit einer Erhöhung des Schilddrüsenhormonspiegels im Sinne einer Überfunktion einhergehen können, die dann also quasi als Erstsymptom zur weiteren Diagnostik führen.
Behandlungsmöglichkeiten von Schilddrüsenerkrankungen sind wie bei vielem in der Medizin entweder konservativ, abwartend oder operativ. Hat immer was mit der Diagnose zu tun. Also es muss nicht jede Schilddrüsenerkrankung operativ behandelt werden. Vieles geht medikamentös. Und ganz wesentlich ist die Zusammenarbeit zwischen einem operativen Behandler, also jetzt zum Beispiel mir, und einem konservativen Schilddrüsenspezialisten, der mit der Diagnostik befasst ist, der quasi ein Vorchecking macht, der in regelmäßigen Ultraschallkontrollen und oder funktionellen Schilddrüsenuntersuchungen, das ist dann die sogenannte Scintigraphie-Kontrollen, feststellt, ob irgendeine relevante Veränderung vorliegt, die im Weiteren einer operativen Abklärung, klassisches Beispiel wäre der Böseitigkeitsverdacht eines Knotens, führt, und dann würde der Patient dann zum operativen Behandler dann verwiesen. Vorsorgeuntersuchungen bezüglich Schilddrüsenerkrankungen sind klassischerweise die routinemäßige Laborentnahme beim Hausarzt, wo irgendwelche Auffälligkeiten festgestellt werden, oder auch routinemäßige jährliche Check-up-Untersuchungen, wo klinisch am Hals getastet wird, ob sich irgendwas verändert, und oder auch ein Ultraschall gemacht wird. Das ist mittlerweile Routine bei den Hausärzten. Und von daher macht das durchaus einen Sinn. Wesentlich ist halt, dass wenn irgendwelche vegetativen Symptome, Herzrasen, vermehrtes Schwitzen, Zittrigkeit, Übernervosität auffallen oder genau das Gegenteil, dass man plötzlich sehr, sehr schlapp ist und antriebslos und so weiter, dass man einfach an die Schilddrüse denkt und hausärztlicherweise als Primärdiagnostiker entsprechende Maßnahmen dann treffen lässt.